schauen wir mal hin zu diesen komischen. Jawohl, bravo, gescheit gemacht. So, das war wieder ein Husterer, entschuldige, den habe ich euch rausgedrückt. Okay. I'm in a spiritual hole. We can help you get out that hole, brother. You in a deep hole. Sag einmal, kommt man da irgendwann einmal auch wieder auf der Straße raus? Jetzt reicht's mal. Ich muss da irgendwo wieder rauskommen auf der Straße. So. This fool out of this chakra hole. Have you fallen down a well, brother? Okay, na da ist eh die Straße. Mein Gott, na bin ich dämlich. Oh, der läuft da abbiegen, der hat die gleiche Idee. Aber ich glaube, ich soll darauf. Genau. So, gleich wieder die Musik aus. Boah, ist das eine lahme Kiste. Also mit der Kiste wäre ich sicherlich den Überfall da auf diesem Fahrzeug nicht machen. Oh. Lass man leben in Fußgänger. Geht's? Muss ich schon wieder husten? Vor lauter Husten. Ja, passt eh. Scheiße, ich bin jetzt wieder dagegen gefahren. Wieder auf die Karte geschaut. Mein Gott, fahre ich einen Stiefel zusammen. Konzentrier dich. So, das ist natürlich in der Zwischenzeit schon weiter, das Fahrzeug, aber ich bin natürlich einmal in der richtigen Richtung. Mal irgendwas anderes besorgen, weil ich glaube, mit dem Fahrzeug wäre das nicht sehr gescheit. So, schieß die Türen auf und zerstöre oder zerstöre den Transporter, um an die Ladung zu kommen. Naja, wie soll ich ihn zerstören? Dann kann ich ihn nur rammen. Das könnte ich einmal probieren, oder? Probieren wir das einmal. Wie könnte ich den am besten zerstören, am effektivsten? Hm. Freunde, schaut mal rüber. Wie zerstöre ich euch am besten? Ha? Könnt ihr mir einen Tipp geben? Scheiße, die sind nicht kooperativ. Okay, das haben sie mal nicht übel genommen. Dass ich da angefahren bin. Irgendwo runterschieben, aber naja, das... Oh, der ist relativ fest auch. Müsste man ein schwereres Fahrzeug nehmen, dann könnte ich den vielleicht zerdeppern irgendwie. Aber der dürfte relativ stabil sein. Den kann ich nicht einmal... Stop the vehicle! Nein, nicht, komm. Nicht mach Stress, weil sonst rufen sie die her. Ah, die sind jetzt quasi auf der Flucht. Hey, da ist eine Rampe! Wow! Habt ihr da links die geile Rampe gesehen? Stopp, 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 stopp. Wo bin ich denn da? Hm. Die war da. Die war eindeutig da irgendwo. Warte mal, wie geht denn das? Interessant. Interessante Orte. Da kann ich mir selber nämlich so eine Markierung setzen, dass ich da dann nachher wieder herfinde. Den Tipp hat mir ein Kumpel gegeben. Ja, ja, ja. Habe ich es geschafft? Ist er zerstört? Aber ich könnte jetzt theoretisch aufschießen hinten. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Ah, scheiße. So geht das. Da machen wir gleich mit was Ordentlichem. Warte mal, wie ist das gegangen? Ja, genau. So. Scheiße. Oh. Ja, eine Kiste. Ja, wo ist die Kiste? Scheiße. Ah, hab ich schon.
Ah ja, super, jetzt muss ich mit dem Fahrzeug die Bullen abhängen. Das habe ich jetzt befürchtet. Da mal einer weniger. So. Ich werbe mal jetzt, dass ich da nicht so ziellos flüchte, dass ich da relativ schnell rauskomme aus dem Gebiet. Mir da jetzt einen Wegpunkt setzen. Wo kann man denn die ganz gut abschütteln? Wo ist denn ein gutes Star? Wäre so eine gute Gegend, wenn es ein bisschen verwinkelt ist. Ich setze mir mal da in die Gegend her, dass ich da eine Richtung habe. So. Wow, ist das viel Polizei. Wahnsinn. So. Boah, die sind alle hinter mir her. Oh, 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 ich hab den schon. Ich bin nicht schnell genug. Scheiße, scheiße. Das wird jetzt wohl ein bisschen Stress werden oder in die Hose gehen mal wieder. Einer klebt noch immer an mir ran. Und aufpassen, dass mich der nirgendwo reinschiebt, irgendwo böse. Ja, genau, das meine ich damit. Ja, Junge, damit kannst du mich noch nicht beeindrucken. Scheiße, der Hubschrauber hat mich gesehen. Ich muss ja dich irgendwo unter eine Brücke einmal. So, scheiße, da ist schon wieder die Arme der Hubschrauber. Ah, Gott. Und er hat mich. Ah, haben mich schon wieder. So. Solange der Hubschrauber hinter mir her ist, habe ich sowieso keine Chance, dass ich jetzt da irgendwie verdünnisieren könnte. Jetzt kann ich nur hoffen, dass das da irgendwie klappt. Probieren wir es. Arsch. Ja. Haha. Oh, es wird schon wieder auf mich geschossen. So. Ah, was. Ja. Ja, da habe ich mal meinen Hubschrauber los. Sehr gut. So. Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Mal da ein bisschen gegen die Fahrtrichtung fahren. Es funktioniert auch meistens manchmal ganz gut, um die Bullen abzuhängen. Aber der ist hartnäckig da hinter mir. Und vor allen Dingen, ich habe keinen Power in der Karre. Ach Gott. Muss der in dem Moment wegfahren da. So, ein bisschen zickzack, dass man nicht wieder so viel auf mich schießt. So. Da mal gare Kurve. Und wieder die nächste. Und wieder. Das Zickzackfahren, das funktioniert manchmal am besten, habe ich halt so den Eindruck, dass man es einmal zumindest ein bisschen abhängen kann, die Kollegen. Hehe, ja, fahren wir vorbei, Trottel. Nein, der ist wieder hinter mir. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ich kann. Wie viele Sterne habe ich denn? 3 eigentlich. Ah, sind die hartnäckig und lästig. Aber ich könnte was anderes probieren. Warte mal, einen Schmäh habe ich noch auf Lager. Vielleicht funktioniert der auch. Ich brauche dazu. Was brauche ich denn dazu? Gleise, Gleise, Gleise. Schienen nämlich. Auf Schienen kann man Polizei auch recht gut abhängen. Ich glaube, das sind Schienen, gell? Ah ja, das sind Schienen, wenn mich nicht alles täuscht. Das sind Schienen. Ich fahre mal, wo bin ich denn jetzt? Irgendwo da ganz am Arsch da drüben. Ja, genau da. Okay. Ich fahre. Wo sind da Schienen? Da sind, glaube ich, auch Schienen, oder? Ich könnte es einmal daher probieren. Das wäre nicht so weit. Da irgendwo her zu den Schienen oder keine Ahnung, was das ist. Sind das überhaupt Schienen oder ist das wieder. Ich weiß es nicht. Na, schauen wir mal. Oh Gott, 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 Gott. Fahr, 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 fahr. Na, was machst du da? Junge, Junge, Junge.
Ja und, das interessiert mich nicht, wer ihr seid. Und wenn sie alle die Kaiser von China waren, bleibe ich jetzt nicht stehen. Alter, ich brauche dieses scheiß Betäubungsgas. Versteht ihr das nicht, Freunde? Nein, die verstehen keinen Humor. Haha, Edge hat nicht funktioniert. Arschgeige. So. Oh, es wird schon wieder geschossen auf mich. Da unten Gleise? Ja, ich glaube, das sind Gleise. Na, kann ich da nicht auch schon rüber? Nein, 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 da komme ich nicht rüber. Ah, Käse, Käse, Käse. Ah, sind Gleise. Schienen. Ah, komm nur, Freund. Ich nehme ein bisschen an Schwung. Ja, fahr den Kiewerern vor die Nase. Vor allen Dingen kann ich da mal so richtig schön Gas geben mit dem Kübel. Scheiße, die stehen da vorne auch schon wieder auf den Schienen. So. Bitte, bitte lass da jetzt keinen Zug kommen. Schaut gut aus. Die finden mich da nicht. Fahr da zur Sicherheit noch ein Stück zurück, dass die ja nicht da reinschauen können in den... Nicht fall um, Alter. Na, bitte, 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 bitte. Ja, ich hab's geschafft. Also, das funktioniert auch noch immer gut, der Trick. Also, wenn's ganz hartnäckig wird, die Bullerei, einfach Schienen suchen. Und da kommen oft Tunnel. Und ja, da kann man die Typen recht gut abhängen. Also in dem Fall hat es wieder mal geklappt. Weil an und für sich mit dem Auto, ihr habt selber gesehen, zum Abschütteln sehr, sehr schwer bei 3 Sternen. Aber so geht's ganz gut. Also muss ich schon sagen, das sind einfach ja die Erfahrungen noch aus dem alten Spiel, war das irrsinnig gut funktioniert. Auf den Schienen einfach der Polizei davon zu fahren. Und es geht natürlich in dem Teil auch wieder. Jetzt haben wir, was haben wir denn jetzt alles? Jetzt haben wir das Schädlingsbekämpfungsfahrzeug. Und wir haben dieses komische Betäubungsgas, das K.O.-Gas. Wir haben jetzt auch eine ziemlich demolierte Karre, aber das ist, soll jetzt wurscht sein. Das waren eigentlich die Sachen, die noch gefehlt haben. Das heißt, der Überfall steht kurz bevor. Freunde, jetzt wird spannend, jetzt wird spannend. Ich freue mich echt schon drauf, weil jetzt steht echt der Überfall bevor. Eine ganz kurze Pause. Geht schon wieder weiter. Da unten ist der wieder. Warum fahre ich da jedes Mal falsch? So, was mich jetzt einmal ein bisschen stört da an der Geschichte ist der Wegpunkt da. Alter, wo bist denn du jetzt schon wieder, Lester? Naja, der ist da drinnen in seiner Hütte. Der komischen Textilfabrik. Um die Kiste abzusetzen. Na. Hey, Lest. I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. So, was steht jetzt an? Oh. Es geht los wahrscheinlich. Aha, ich freue mich ja schon so.
Jawohl. Now we all know why we're here. We've got a store to take. The plan is simple, elegant. Listen to Lester, pay attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. Things go bad, you know the drill. This wasn't organized, we don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not gonna be an issue, because everything's gonna go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself, no problem. But you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep, no problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Quickly and with force. Das gefällt mir schon mal. Okay. Frank, you're with me. Paige, you're in the truck with the bikes. Gus, Eddie, you're in the van, all right?